Moin Moin, zusammen in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du den Vorsteuerüberhang ganz einfach berechnest. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Doch zuallererst musst du verstanden haben, was ist denn überhaupt diese verdammte Vorsteuer, was hat das Ganze mit der Umsatzsteuer zu tun und wie berechne ich die Umsatzsteuerzahllast? Die drei Videos musst du gesehen haben, weil dann verstehst du das Ganze umso besser. Verlinke ich dir unten in die Videobeschreibung rein. Doch bevor wir den alten Bad Boy berechnen können, müssen wir verstanden haben, wie dieser überhaupt entsteht. Nun folgendes, ganz wichtig. Wenn du irgendwo etwas einkaufst, also beim Kauf einer Ware, ist die Vorsteuer vom Kunden zu bezahlen. Das siehst du auch hier. Du hast jetzt das Mehl gekauft für 1000 Euro. 150 Euro sind Versandkosten. Dann denkst du ja, eigentlich müsstest du 1150 Euro bezahlen. Nein. On top fällt nämlich noch die sogenannte Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer genannt. Und die on top ergibt dann dadurch deinen Rechnungsbetrag. Und den bezahlst du. Also wenn du Waren kaufst, musst du die Steuer mitbezahlen, mitüberweisen zu dem, der es dir verkauft hat. Und wichtig dabei zu wissen, auch wenn hier gerade Mehrwertsteuer steht oder bei manchen Rechnungen Umsatzsteuer, ist es wichtig zu wissen, dass du im Kopf trennst. Sobald wir eine Eingangsrechnung haben oder eben halt im Einkauf sind bei einem Unternehmen, handelt sich das buchhalterisch immer um Vorsteuer. Und auch für die Vorsteuerüberhang, für die Berechnung davon, musst du das im Hinterkopf behalten. Gut, und beim Verkauf, da ist es andersherum. Ne? Wir verkaufen da etwas, hier, wir sind die Alles Andi GmbH, wir verkaufen hier Kekse, wunderbar, wir haben hier irgendwie 150 Euro dann insgesamt, dann gibt es auch einen Mengenrabatt, weil wir den seine Tochter so scharf finden und dann haben wir einen Warenwert netto von 142,50 Euro und dann kommt wieder on top diese liebevolle Mehrwertsteuer. Aber, das ist so beim Einkauf, wichtig, dass, wenn da Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer wieder an dem Punkt hier steht, dass es sich auch wirklich um Umsatzsteuer handelt. Wichtig, ist wieder nur eine Begrifflichkeit, ne? Das sind sozusagen die Allgemeinbegriffe dafür. Aber merken, beim Verkauf ist es dann tatsächlich auch Umsatzsteuer genannt. Und der Verkauf hat ja immer was mit der Ausgangsrechnung zu tun, ne? Und darum einfach merken. Und nun, mit diesem Wissen können wir nun endlich den Vorsteuerüberhang berechnen. Folgendes Beispiel. Die Andy Candy GmbH kauft 500 Gramm Mehl im Wert von 1000 Euro netto. Was mache ich also? Nee, ich muss mir irgendwie die Umsatzsteuer, aber weil wir beim Einkauf sind, wichtig, die Vorsteuer berechnen. Ne? Ich habe es dir hier sauber hingeschrieben. Bedeutet von 1000 Euro 19%. Wie rechne ich das? Naja, 1000 geteilt durch 100 mal 19. Aber dafür habe ich ein Dreisatzvideo, das ist auf meinem Kanal, ziehst dir rein, dann verstehst du das. Rechnungsbetrag brutto, Warenwert habe ich jetzt auch mal berechnet, brauchst du aber nicht weiter. Dann hast du das zweite Szenario. Die Andy Candy GmbH verkauft 1000 Plätzchen im Warenwert von 500 Euro netto. Mhm. Auch da muss ich jetzt erst wieder die Steuer berechnen. Also gehe ich her, Warenwert netto und dann 19%. So ist es halt bei dem Beispiel hier oder aktuell der Steuersatz dafür. Und dann sehe ich hier 19% sind 950 Euro. Auch wieder 500 geteilt durch 100 mal 19 gemacht, dann hast du nur 95 Euro. So, und dadurch habe ich den Umsatzsteuerbetrag. Und nun, na klar, ich habe jetzt den Bruttowarenwert oder den Rechnungsbetrag ja auch noch schön hingeschrieben. Aber um den Vorsteuerüberhang zu berechnen, ist immer das folgende Schema zu beachten. In Rechnung gestellte Umsatzsteuer steht oben, hier, wir haben 95 Euro in Rechnung gestellt. Ne, als wir das verkauft haben, hatten wir das dem Kunden, der die Plätzchen von uns kauft, in Rechnung gestellt, weil der überweist ja einmal den Rechnungsbetrag eben den Nettowarenwert plus die Steuer. Der hat uns 595 überwiesen. Also, aha, wir haben 95 Euro in Rechnung gestellt. Also das ist die Umsatzsteuer, wichtig, und dann alle bezahlten Vorsteuersätze hier hingeknallt. So, da hatten wir 190 Euro. Und nun rechnen wir das miteinander minus. Also den oberen Wert, die Umsatzsteuer, minus die Vorsteuer. Und dann, wenn das Ergebnis hier unten ein negatives Ergebnis ist, wie das hier der Fall ist, es ist ja minus 95 Euro, weil 95 minus 190 ist minus 95 Euro. Dann handelt es sich um einen Vorsteuerüberhang. Wäre es aber ein positiver Wert gewesen, dann wäre es natürlich eine Zahllast gewesen. Aber das erkläre ich im anderen Video. Also kannst du dir allgemein merken, die Summe der erhaltenen Umsatzsteuer aus Ausgangsrechnung, also aus deinen ganzen Verkäufen, minus die Summe der gezahlten Vorsteuer, also alles aus den Eingangsrechnungen. Wenn du das rechnest und da kommt ein negatives Ergebnis raus, dann ist es dieser Vorsteuerüberhang. Hier habe ich die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es doch selbstständig, halt das Video an, weil die Lösung kommt jetzt. Wunderbar. Und hier haben wir dann einen Vorsteuerüberhang von minus 1.900 Euro. Das ist negativ und darum handelt es sich auch tatsächlich um einen Vorsteuerüberhang.
falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abo ist dann ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.